Liebe Hamburger, vor mehreren Wochen, Anfang April, haben wir unseren 37-Punkte-Plan detailliert Wege aus der Corona-Krise als AfD-Fraktion vorgestellt. Ein wichtiger Punkt dabei, Einrichtung eines Corona-Sonderausschusses. Was fand man in den Medien dazu? Nichts. Und ganze 3 Wochen später, also am vergangenen Wochenende, fordert ausgerechnet die regierende SPD die Einrichtung eines Corona-Sonderausschusses. Die Medien berichten selbstverständlich lang und breit darüber. Aber kein Wort darüber, dass der Ursprungsantrag von der AfD gekommen ist. Was sieht man daran? 2 Dinge. Erstens, wenn 2 das Gleiche tun, ist es nicht das Gleiche. Die AfD wird geradezu systematisch in den letzten Wochen aus den Medien immer mehr ausgeblendet, kommt quasi nicht vor. Wir befinden uns da in einer richtig gehenden Schweigespirale. Und doch erkennt man daran, was die AfD wirkt. Wir haben uns immer wieder aus der Opposition heraus konstruktiv und sachorientiert in die politische Debatte eingebracht. Und so werden wir es auch dieses Mal unsere Beiträge zur Bewältigung dieser Krise leisten. Liebe Hamburger, liebe Bürger, es ist jetzt nicht die Zeit für parteipolitische Spielchen und nicht die Zeit, die AfD quasi religiös zu bekämpfen. Es geht darum, die Gesundheit unserer Bürger an erster Stelle zu sehen und zugleich unsere Wirtschaft und unser Land wieder auf die Beine zu bekommen. Auch für uns ist jetzt die Zeit für staatspolitische Verantwortung gekommen. Wir müssen alle an einem Strang ziehen. Wir müssen endlich wieder den Weg in die Normalität finden. Und es ist ein Stück aus dem Tollhaus, dass Frau Merkel jede vernünftige Debatte über die Wiedereröffnung der Unternehmen und der Firmen unterbinden will.